das ist echt eine wackelige Angelegenheit. So, mein erster Sprung. Das sind jetzt wie viele Meter? Circa 30 Meter. Und welche Geschwindigkeit werde ich unten haben? Ja, so circa 40. 40 Stundenkilometer? Ja. Na dann los. Tief durchgeatmet, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Nach 2-3 Sekunden hebe ich ab vom Schanzentisch. Im Anzug unser Skisprungasse bin auch ich ein Adler. Telemark, Absprunghocke, okay. Das Rüstzeug für den großen Sprung. Die Schanze ruft. Die Schanze hier kennt man von der Vierschanzentournee. Wenn ich hier runter gucke, muss ich echt sagen, die Skispringer müssen echt verrückt sein. Mit 96 Stundenkilometern rasen sie von hier oben los, springen dort unten ab und fliegen dann nochmal 140 Meter ins Tal hinein. Okay, das ist die Schanze, die ist ungefähr so ähnlich wie im Bracciolato, da wirst du ungefähr mit circa 92 km/h an den Tisch fahren und von der, wo du dann springst, wird es so ungefähr 45 km/h sein und deswegen versuchen wir jetzt hier aus der Armfahrtsposition einen Absprung zum trainieren. Also man fährt an und versucht hier die Hüfte hochzubringen. Hüfte hoch und schon fliegt der Adler, aber hoch fliegt er nicht. Bodenabstand 3 Meter maximal. Ich simuliere jetzt hier einen Flug. Und bin so nicht mal einen Meter vom Boden entfernt. Aber die Profis, wenn sie fliegen, sind auch nicht viel weiter vom Boden entfernt. Warum ist das so? Ja, früher waren sie 10 Meter in der Luft und durch die neue Technik, durch den V-Stil, hat man das ein bisschen entschärft und was anstatten sie nur weiterfliegen. Früher also flog man höher. Und früher flog man auch mit anderen Anzügen. Noch vor 4 Jahren in Salt Lake City waren diese Anzüge wesentlich größer. Zum Beispiel war der Kragen größer gemacht, damit mehr Luft reinkommen konnte. Jetzt hat die FIS die Regeln geändert. Die Anzüge sind einheitlicher geworden und enger. Man hat einen Einheitsschnitt ausgegeben, damit die Chancengleichheit gewahrt ist. Mein Anzug sitzt, meine Nervosität steigt. Ein bisschen auch Angst, aber es muss sein. Acht Meter, meine Weite. Für Turin wird es nicht reichen, aber alle, die heute in Bracciolato an den Start gehen, die haben einst ganz klein angefangen, auf einer solchen Minischanze wie ich. Die langen Bretter, die die Schwingen ersetzen, Gesetze der Schwerkraft zu verletzen, der Schanzentisch als großes Katapult. Die Hände, die musst du mehr strecken, aber der Absprung war sehr gut und Landung war auch in Ordnung. Richtiger Telemark. Ja, richtig. Hätte noch mehr tiefer sein können, aber sonst passt. Adler sollen fliegen. Der